alle zusammen. Ich dachte mir, wir machen jetzt mal diesen an oder nee, besser gesagt, anstatt diesen trendigen, ich glaube, Dalgona Coffee oder so heißt der. Will mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, sondern wir machen jetzt einfach die Kakao-Version und die Kakao-Version ohne Zucker, also mit dem Ersatzstoff. Ihr könnt es aber natürlich genauso gut auch mit Zucker machen. Das sollte jetzt nur mal eine Alternative sein. Und zwar haben wir jetzt einfach hier drin 30 Milliliter Sahne. Ich hoffe mal, dass ich die aufgeschlagen bekomme, weil es halt eine geringe Menge ist. Ja, aber wir geben unser Bestes. Die Sahne muss natürlich kalt aus dem Kühlschrank sein, sonst lässt sie sich erst gar nicht aufschlagen. Und los geht's! So, ich habe noch ein bisschen Sahne dazugegeben gehabt, aber das liegt einfach nur daran, das, was ich vorhin schon gerade gesagt habe, mit dem, dass man es besser aufgeschlagen bekommt. Jetzt habe ich hier in der Schüssel einmal einen Esslöffel, gestrichenen Esslöffel Backkakao, also ungesüßten Kakao. Dann gebe ich noch etwas Vanille jetzt dazu. Das muss man nicht unbedingt. Dann habe ich einen Esslöffel heißes Wasser. Und normalerweise, wenn ihr normalen Zucker nehmen würdet, auch einen Esslöffel. Also immer 1, 1, 1. Oder wenn ihr eine größere Menge macht, 2 Esslöffel Backkakao, 2 Esslöffel Zucker, 2 Esslöffel heißes Wasser. Nur ich habe ein bisschen mehr Zucker dazu gegeben. Jetzt sage ich schon selbst Zucker, weil ich habe ja Zucker genommen, also mit X. Und der süßt ja 70% im Verhältnis, wenn der normale Zucker 100% süßt. Deswegen habe ich da ein bisschen mehr dazu gegeben. Und das tun wir jetzt erstmal schön cremig rühren, beziehungsweise so rühren, dass sich der Zucker aufgelöst hat. So, jetzt gießen wir den Teil hier mal zur Sahne. Ich werde es in dem Falle jetzt nicht auskratzen. Ich will erst mal so gucken, dass mir das dann nicht zu flüssig wird. Und dann tun wir das verrühren. So, bei mir gibt es jetzt kalte Milch. Und da geben wir das jetzt einfach drauf. Huch, jetzt wollte ich es doch ordentlich rein klatschen lassen. Naja. Hauptsache es schmeckt. So, und wir sind am Ziel. Ich habe schon mal probiert, aber ich probiere jetzt nochmal, ob ich mich auch nicht getäuscht habe mit dem, was ich jetzt gleich sagen werde. Nee, habe ich mich nicht getäuscht. Und zwar wollte ich den Leuten, die gerne mit Zucker arbeiten, das sagen, aber die auch Angst haben, dass das Ganze, wie sagt man immer, so ein bisschen kalt, kühl schmecken könnte. Weil je nachdem, wie man den Zucker ja benutzt, in welchem Verhältnis, habe ich das auch schon gemerkt. In dem Falle merkt man überhaupt nichts. Also da muss man sich keine Gedanken machen. Schmeckt wie normaler Kakao. Und ich habe jetzt, glaube ich, in dem Falle dann 1,5 Esslöffel jetzt vom Zucker genommen. Und das hat bei mir jetzt auch richtig perfekt gepasst. Gerade wenn man es jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen mischen würde, also dass man ein bisschen was von der Milch noch nimmt, dann passt es perfekt. Also weil ich mag so Kakao eh nicht zu süß. Deswegen kann ich natürlich jetzt auch wieder nur von mir sprechen. Aber ich denke, das ist auch eine gute Alternative, wenn man mittags einfach mal was Süßes haben will. Was Kaltes, also was Erfrischendes. Und ja, dann kann man das auch machen. Und wie gesagt, also ihr könnt es natürlich auch ein bisschen variieren. Ihr könntet jetzt zum Beispiel auch einfach die Sahne aufschlagen und
dann das Ganze, jetzt lasst mich kurz überlegen, ja genau, halt einfach, dass man halt den Schaum anstatt Schokolade Vanille hat zum Beispiel oder das ganze Prinzip halt mit dem Kaffeeschaum macht. Da braucht man halt löslichen Kaffee, nur damit geht es. Und da macht man wieder genau das Gleiche, auch die gleiche Menge. Ein Esslöffel heißes Wasser, ein Esslöffel löslichen Kaffee, natürlich einen gestrichenen Esslöffel und ein Esslöffel Zucker. Dann hat man das. Und aber ich wollte jetzt halt, wie gesagt, einfach mal die, sage ich jetzt mal, gesunde Variante zeigen. Und ja, genau. Und vor allem halt Kakao, wo auch Kinder was davon haben oder die Leute einfach, die keinen Kaffee mögen. Ja, und dann kann ich einfach nur sagen, macht's nach, lasst es euch schmecken und ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss!